Ja, wir haben die letzten Wochen ja schon eine Situation gehabt, wo wir mit dem Saisonstart nicht zufrieden sein konnten. Gestern ja eine ganz, ganz schlechte Leistung gezeigt. Und wenn man alles zusammenfasst, sind wir zur Entscheidung gekommen, dass wir in der alten Konstellation ja nur sehr schwer aus der Situation uns befreien können und deswegen aus unserer Sicht ein neuer Impuls für die Mannschaft notwendig ist. Wir haben uns gestern Abend mit den sportlich Verantwortlichen, mit der Geschäftsführung, auch mit Marco Bode aus dem Aufsichtsrat zusammengesetzt, haben die Lage analysiert, sehr lange diskutiert auch, was die beste Lösung für den Verein ist, haben uns dann aber auch nochmal Zeit genommen, über die Situation zu schlafen, sind heute Morgen sehr früh nochmal zusammengekommen. Es gab gestern Abend eine klare Tendenz, die sich dann eben auch über Nacht nicht verändert hat und deswegen sind wir dann heute Morgen zur Entscheidung gekommen, uns von Alex Nuri und Markus Feldhoff zu trennen, beide freizustellen. Haben das beiden auch heute Morgen dann mitgeteilt. Und ja, ist natürlich schade. Eine Trainerentlassung ist nie schön für keinen der Beteiligten. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man auch nochmal Alex Danke sagen für die Arbeit, die er ja, im letzten Jahr geleistet hat. Letzte Saison, glaube ich, in einer ganz, ganz schwierigen Situation den Verein nach vorne gebracht hat, eine außergewöhnliche Rückrunde gespielt hat mit ja, dem besten Tabellenplatz seit vielen Jahren abgeschlossen hat. Das war auch sein Verdienst. Nichtsdestotrotz war die Entwicklung seit Sommer eben ja, negativ und deswegen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass eine Trennung die beste Lösung für den Verein ist. Und wichtig ist mir immer, dass wir oder dass ich mit unserem Trainer auch sehr, sehr eng im Austausch bin. Und deswegen haben wir natürlich auch die letzten Wochen, wie auch in der letzten Saison, als es schwierige Phasen gab, sehr, sehr offen, sehr, sehr ehrlich miteinander gesprochen. Und deswegen wusste Alex, dass wir in einer schwierigen Situation sind und dass es irgendwann mal auch ein Punkt erreicht sein kann, wo ja, wir eine Trennung dann auch herbeiführen müssen. Deswegen ja, hat Alex das natürlich nicht erfreut aufgenommen und hat auch die Überzeugung gehabt, auch diese Situation mit der Mannschaft zu meistern. Nichtsdestotrotz hat er auch für die Entscheidung Verständnis geäußert und hat der Mannschaft viel Glück gewünscht, hat sich von der Mannschaft eben auch noch verabschiedet. Und da wird auch zwischen uns, zwischen Werder insgesamt und ihm auch nichts hängen bleiben. Ja, wir haben das der Mannschaft mitgeteilt und ich habe das der Mannschaft mitgeteilt, was die Entscheidung betrifft, wie es weitergeht. Wie schon gerade gesagt, bin ich auch nochmal auf das Spiel von gestern drauf eingegangen, weil wir so eine Leistung eben einfach nicht auch so stehen lassen können, nicht zur Tagesordnung übergehen können und einfach dort die Mannschaft nochmal sehr, sehr deutlich in die Pflicht genommen. Ja, Florian Kohfeldt hat bei uns im Verein schon sehr, sehr lange eine sehr, sehr hohe Wertschätzung. Er ist ja schon lange in den Trainerteams, speziell unter Viktor Skripnik, auch dabei gewesen, sowohl in der Jugend als auch in der U23 und in der Bundesliga. Darüber hinaus hat er jetzt seit einem Jahr die U23 ja, in der Liga gehalten, was definitiv keine leichte Aufgabe ist. Wir sind dort die einzige U23-Mannschaft in der dritten Liga und er hat Spieler weiterentwickelt. Er hat eine klare Ansprache. Er ist ein sehr intelligenter, junger Trainer, sehr innovativ und deswegen sind wir, ja, trauen wir ihm das zu, jetzt kurzfristigen Impuls zu setzen. Und wie schon gesagt, er wird auch in Überlegungen für eine Dauerlösung auch eine Rolle spielen. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie das Trainerteam zusammengestellt ist von Florian. Und dort haben wir mit Thomas Horsch erstmal jemanden, wo die Abstimmung, die Kommunikation, die Zusammenarbeit eben aus der U23 bekannt ist, dass man dort sehr, sehr gut zusammengearbeitet hat, dass sich das bewährt hat. Deswegen haben wir Thomas Horsch mit dazugenommen und Tim Borowski, der jetzt ja vor kurzem auch in der U17 im Trainerbereich seine ersten Erfahrungen gesammelt hat, dort sehr, sehr akribisch auch schon mitgearbeitet hat, ein Element ist, das eben weder Florian noch Thomas erfüllen, dort einfach viele Situationen schon erlebt hat als Spieler und dort mit seiner Art
eben auch nochmal helfen kann, diesen neuen Impuls in der Mannschaft zu setzen. Nein, es ist mit Florian auch so besprochen, dass wir parallel eben Gespräche auch führen und den Markt weiter sondieren. Und dass die Frage nach der Weiterbeschäftigung unabhängig ist von dem Ergebnis am Freitag.